Hallo Leute, TechEddy hier. Heute stelle ich euch mein 991 GT3 Air Wheel vor. Das ist also vom 11er, aber von einer alten Generation. Das hatte ich auch schon in der Art auf meinem Fanatec Setup. Nun habe ich ja kein Fanatec mehr. Deswegen wollte ich aber unbedingt weiterhin so ein rundes D-Shape-Lenkrad haben. Ich muss mal ein bisschen gucken, dass ich das gut in die Kamera halte. Weil mir einfach die Optik immer noch mega gut gefällt. Das Ding ist gut erreichbar. Es ist leicht zu bauen. Und es gibt aber auch von Simline zum Beispiel sehr gutes Replika-Wheel davon. Was man ganz bestimmt auch, also kann ich auch echt empfehlen. Ich zeige es mal hier im Bild. Das kostet auch nicht die Welt, also sogar günstiger als bei Fanatec. Das hat halt keine RPM-Lights oder Display, aber grundsätzlich auch eine sehr gute Qualität bei Simline. Denke mal auch besser, als wenn man das selbst baut. Da komme ich aber gleich zu. Selbstbau von so einem Lenkrad ist echt einfach und günstig. Deswegen 200 Euro habe ich ungefähr jetzt dafür ausgegeben und kann es insgesamt voll empfehlen für den Preis. Ich fahre damit aktuell sehr viel WRC Rallye, also da brauche ich nicht unbedingt ein ganz rundes, habe ich da auch noch. Da kommt auch noch eine Buttonbox dran, so eine Ford Fiesta oder Puma Buttonbox wollte ich da vorbauen, das steht noch an. Aber mir gefällt das ja auch ziemlich gut für Rallye oder auch so ein bisschen ältere Autos fahren, Roadcars, ist das echt super, weil das hat alles. So, was haben wir denn da? Also ich habe im Endeffekt, ich halte es mal hier so ins Licht, im Endeffekt ist das eine Aluminiumplatte, die ist 4 mm. Muss mal Fokus gucken. Die ist 4 mm, hätte man auch 3 oder 2 mm sogar nehmen können aus Alu, also die flext absolut null. Die habe ich dann zugeschnitten, ich zeige euch gleich nach meiner Einleitung so ein bisschen den Bauprozess und erkläre es auch nochmal. Dann haben wir wie beim originalen Lenkrad die Aufteilung der Buttons, das heißt 10 Buttons gibt es insgesamt plus Encoder. Die Encoder haben aber auch einen Klick. Die Encoder Caps sind nicht die authentisch originalen von der Optik, sondern da habe ich einfach für mein Huracan oder R8 Projekt einfach zwei mehr bestellt für das Wheel. Das Rim selber ist das von Fanatec, das habe ich im Deal für einen Huni geschossen und deswegen kommt man auf den guten Preis. Das heißt, beim regulären Preis müsstet ihr 50 Euro draufrechnen, da wäre es also 250 jetzt so bei dem Bau. Ich habe als Buttons die günstigen Amazon Buttons gekauft, die kosten 10 Euro, ich glaube 14 Stück oder sowas. Ich verlinke das mal hier rein, also relativ günstig, irgendwie nicht mal 1 Euro pro Button. Einen habe ich einen ganz besonderen, den wollte ich mal testen. Das ist ein Otto-Klon, also der ist deutlich fester. Also hört mal, ne? Und der macht einen richtigen Klick. Und die sind wie so Gummi-Domes, haben aber eigentlich auch einen guten Druckpunkt. Also ich kann an denen eigentlich nichts meckern. Meine erste Buttonbox war aus diesen Buttons. Und die haben ja immer noch mehr taktiles Feedback durch den Gummidom, wie jetzt zum Beispiel so ein PlayStation-Controller, wo die X- und Kreistasten sind. Also es ist immer noch fester, es ist nicht komplett laschi. Im Vergleich jetzt natürlich zu den modernen Lenkrädern, die immer so klickbare, harte Buttons haben, die man auch besonders durch Handschuhe dann gut wahrnimmt, ist das jetzt ein bisschen weicher. Sieht aber sehr authentisch aus, die Buttons, also kann man machen, wenn man Bock hat, kann man natürlich die kaufen, die kosten aber dann pro Stück über 2,50 Euro oder sowas, was auch immer noch voll okay ist, im Vergleich zu den Bildempfehlungen von Turn, da sind die Buttons dann aus England, ich müsste mal gucken, wie die heißen, blend hier unten ein, diese kosten dann nochmal deutlich mehr. Auf die Buttonplatte habe ich eine Folie, Carbonfolie draufgeklebt. Das ist so eine 4D-Carbonfolie. Ich weiß nicht, ob man sieht. Da sieht man es. Ne? Die ist eigentlich ganz schick. Und dann einen Sticker gedruckt mit ja, und das dann im Endeffekt ausgeschnitten. Den Sticker habe ich tatsächlich gefunden bei einem anderen YouTube-Video. Da habe ich es rausgenommen. Mit dem bin ich nicht hundertprozentig zufrieden, weil der ist ein bisschen unscharf, die Schrift. Auch schon in der Datei, wenn man die ranzoomt. Also wäre eigentlich geil, wenn da jemand einen Rat, einen Link hat, gerne was anderes mal mir mal zuschicken. Und dann habe ich es auf eine selbstklebende Folie selber auf meinem ganz normalen Tintenstrahldrucker gedruckt.
Das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, wenn ich es jetzt mal ganz nah in die Kamera halte, normal merkt man es nicht, aber ich versuch's mal. Da sieht man, das ist so ein bisschen nicht so toll zu sehen. Ein anderer Nachteil, wie ihr seht, die sind ausgeschnitten. Und bei den Schneidkanten, weil die Folie ist weiß, ja, das ist so eine selbstklebende, druckbare Folie, die ist weiß. Und wenn man die schneidet, dann hinterlässt es immer weiße Spuren. Ich habe auch immer überall hier oben, wo ich irgendwas geschnitten habe, dann halt mit einem Filzstift oder Edding nochmal nachgemalt und dann geht's. Das heißt, eigentlich auch so der Entfernung sieht es aber top aus. Da kann ich mich gar nicht beschweren. Gefällt mir gut. Ich habe als Encoder, man kann natürlich günstige EZ11 benutzen. Ich habe welche von Burns genommen, weil ich habe mir gleich, wo ich jetzt das 992 Wheel die Sachen bestellt habe aus England, da habe ich dann auch die Burns Encoder gleich mal im großen Pack, ich glaube 10, 12 Stück mir bestellt. Auf der Rückseite, da sieht man, da ist der Hub, der ist gedruckt. Der ist im originalen Plan 50 mm dick, ich habe den 30 gemacht. Hintergrund ist, damit das auch steif bleibt und nicht die Schrauben aus dem Hub reißen, die vorderen Schrauben, die sind bei mir jetzt 50 lang und die gehen direkt in den Metall-QR rein. Das heißt, der Hub, der hält eigentlich, ist nur wie ein Abstandshalter. Und damit ist das alles steif und brauchen wir auch keine Angst haben, dass der irgendwas ausreißt. Im Turnplan ist auch ein Modell mit einem 50er Hub, da braucht ihr aber dann 70er Senkkopfschrauben. M5x70 Senkkopf in schwarz habe ich echt nicht gefunden, das gibt es gar nicht. Ich habe bei Ali, bei eBay, irgendwo überall rumgeglotzt. Irgendwann, erst später, nachdem ich das dann schon alles hatte, habe ich welche gefunden und die waren dann aber auch relativ schweineteuer. Da überlege ich, vielleicht mache ich den größer, aber bei mir passt da alles rein, kann ich mich nicht beschweren. Dann haben wir, also da gehen dann auch die Kabel raus, das seht ihr dann gleich im Bildprozess. Dann haben wir natürlich ein Spiralkabel. Ich habe hier so ein relativ günstiges von AliExpress, habe mir nur so einen Ferritkern drauf gemacht. Ist immer sinnvoll bei USB-Lenkrädern. Und das ist ein G16-Stecker, da habe ich es auch noch minimal umkonstruiert, den Bildplan von Turn. Also wenn ihr meins nachbauen wollt, ich verlinke dann die ganzen Sachen in der Beschreibung. Genauso auch die Teileliste dafür. Der QR, wie immer, mein Kaiostar, davon habe ich ja ein paar. Und dann gehen hier überall Kabel zu den Buttons hin. So sternförmig habe ich die ausgelegt, dass dann halt überall die hingehen. Das hat auch gut funktioniert. Hier und da bin ich aber noch nicht ganz happy. Also gerade der hier oben. Ich muss mal gucken, dass man es in der Kamera sieht. Genau, da sieht man den Heißkleber. Und als ich den Schrumpfschlauch, der saß gut drauf, dann habe ich den warm gemacht und dann ist er so geschrumpft, ungleichmäßig, dass der runtergerutscht ist. Ja, und es ist jetzt so ein bisschen doof und jetzt wieder entlöten und sonst was machen, habe ich jetzt keine Lust gehabt. Die Shifter sind die Turn-Shifter, die häufig verwendet werden bei denen. Die sind eigentlich echt cool. Ihr seht, ich habe aber Doppelmagneten drauf. Also da sind 10x5 Magneten. Und ich habe da einfach zwei Stück drauf, damit das noch ein bisschen knackiger ist. Und das fühlt sich schon echt gut an. Also da kann ich mich nicht beschweren. Was auch an denen richtig top ist. Jetzt muss ich gucken, dass ich es in die Kamera einfange. Ansonsten drehe ich es mal nochmal in der Nähe. Die lassen sich dann auch hier einstellen. Das heißt, da kann man einstellen, wie weit, wo soll die Nulllage sein. Wenn ich die Schrauben hier löse, dann gehen die weiter weg vom Lenkrad. Wenn ich die nach unten drücke, dann gehen die näher ran. Genau, die Länge ist hier nicht einstellbar nach außen. Das habe ich dann gelöst, indem ich die Löcher, die ich hier in die Platte bohren muss, ja, das habe ich mir nochmal selber ausgemessen, so wie es mir passte. Die Shifter sind an sich cool. Habe ich noch im PLA gedruckt. Ich habe jetzt einen neuen Drucker, so einen Creality K1, der druckt jetzt richtig geil ABS. Da werde ich vielleicht die nochmal nacharbeiten, weil ich auch hier einen Fehler gemacht habe. Da muss ich euch davor bewahren. Also ich finde die gut, die Shifter von Turn, aber die Durchgangsschraube, das ist so eine lange M4-Schraube. Nach dem Drucken war es bei mir halt so, dass ich die kaum reinbekommen habe. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe einen 4er Bohrer genommen und habe dann durchgebohrt. Ja, und dann habe ich alles fertig montiert und besonders dann die Pedals dran gemacht und dann gemerkt,
Das ist aber Käse. Das heißt, die haben so eigentlich kein Spiel oder kaum, aber die wackeln hier drin. Das heißt, ihr habt da auch ein bisschen zu viel geschliffen und besonders hier drinnen, das ist auch bei Turn so vorgesehen, dass man das statt mit Schrauben mit so Hülsen machen kann. Das ist natürlich cool, aber wollte ich jetzt auch nicht noch bestellen. Ich habe jetzt für das R8 Lenkrad, da kommen genau dieselben dran, ne? So sehen die aus. Was ich da jetzt gemacht habe, ich habe nicht durchgebohrt, das geht schwer rein, sondern mit einem Akkuschrauber richtig die Schraube reingedrückt. Und da sieht man dann direkt, also ich habe da nur noch so ein Zehntel Müh Spiel drin, aber das muss ich ja auch noch bewegen, ne? Ja, das ist aber an sich ein guter Shifter. Was ich halt echt gerne hätte, ist irgendwie ein Bauplan oder ich mache mir mal selber einen, dass die aus Vollcarbon sind, so ein bisschen wie bei SRM. Das heißt, da macht man eine Seitenfläche hier, hier, unten und wenn die zusammengeschraubt wird, ne, das ist wie so ein Mini-Gehäuse, wenn der zusammengeschraubt wird, dann ergibt das halt direkt den Shifter. Da werde ich mich mal irgendwann mal mit beschäftigen. Grundsätzlich, sobald man fährt, wirst du davon gar nichts merken, ja, weil wieso sollte ich am Shifter hoch und runter gehen? Und ich kann auch wirklich, der Shifter ist sehr, sehr lang bei diesem Lenkrad, ne, ist ein GT-Lenkrad und da sieht man, wenn ich sogar hier unten drücke, da verbiegt sich nichts. Ich versuche es nochmal in die Kamera scharf zu bekommen. Da verbiegt sich rein gar nichts. Ne, und das ist jetzt wirklich ein Riesenhebel. Ne. Und ich habe relativ starke Magnete. Dann bei dem, wo ich auch nochmal vom Bauplan abgewichen bin, um Geld zu sparen, sind diese kleinen Mikroswitches. Ich hoffe, ich kann das irgendwie auf der Kamera da einfangen. Guck mal, ich habe die auch so hoch gebogen, dass es passt. Da habe ich so deutlich günstigere genommen, weil im originalen Plan oder bei Turn, die nehmen von Mikron und die sind auch relativ teuer. Kann man machen für ja, hochwertige Builds. Hier habe ich gesagt, das ist so ein ganzes Set, ne, in so einer Kiste mit Haufen Varianten, Pilzköpfen, langen Dingern. Die kann man auch dann einfach biegen, zuschneiden, dass es einem passt. Abstand ist 9,5 mm, ziemlich sicher, mit M2.5 Schrauben dann verschraubt. Und das heißt, ich habe dann auch den Turnshifter modifiziert, dass die Dinger da reingehen, weil die sind halt deutlich günstiger. Ich habe bezahlt, muss nachgucken, 9 Euro für 40 Stück. Im Bauplan von Turn ist der Preis dann aber signifikant teurer. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich benutze die. Die halten auch ewig und wenn die irgendwann mal doch nicht mehr shiften, dann tausche ich den einfach aus. Das soll kein Problem sein. Man klickt jetzt auf so einem Lenkrad immer noch weniger wie auf so Mäusen. Ja. Und da sind die auch verbaut, diese günstigen Dinger. Und ich hoffe, dass da keine Probleme gibt. Also insgesamt auf jeden Fall ein cooles Lenkrad, meiner Meinung nach. Ich fahre damit echt gern. Ich mag die Optik, die Haptik. Das Wildleder ist super, besonders mit Handschuhen, weil es sehr, sehr griffig ist. Man braucht sich nicht so festklammern. Also gerade bei Fanatec fand ich immer, dass die Glattleder-Lenkräder immer viel zu glatt. Vielleicht ist es auch nur am Anfang so, man muss die ein bisschen mehr angreifen. Und das ist ideal, mit Handschuhen kann man das super fahren. Und hat eigentlich alle Funktionen, die man braucht, außer gut, LEDs brauche ich eigentlich nicht mehr an Lenkrädern, da habe ich immer was anderes. Was ein bisschen fehlt, ist Funky Switch. Und da habe ich es jetzt mal wirklich aber ausprobiert, dass ich durch die Menüs, gerade bei WRC, da kann man gut durch die Menüs gehen, da gehe ich einfach mit dem Encoder rechts, links bestätigen, nach oben, unten, raus. Und das funktioniert eigentlich auch ganz cool. Dann drehe ich da unten kurz mich durchs Menü. Das geht auch. Ich würde mal gerne mal eigentlich ausprobieren, Encoder selber anzubauen. Aber da muss ich mal gucken. Ich habe jetzt ein Pro Micro drin, wie das funktioniert. Genauso, was bei mir eigentlich immer noch Baustelle ist, ist hier das Wireless LiPo 32 Kit, was ich mal machen wollte. Das habe ich auch schon geflasht, aber ich komme da nicht auf den grünen Zweig. Ich glaube, die Boards sind so Fake-Boards. Nach dem Flashen geht da meist irgendwie nichts gescheit. Oder ich mache noch einen Fehler. Ich muss da echt nochmal Recherche betreiben. Auf der anderen Seite habe ich mich irgendwie mit den USB-Kabeln komplett angefreundet, die reinzustecken. Das ist jetzt kein großer Act. Bei Bluetooth muss dann auch jedes Mal an-ausmachen, wäre jetzt auch nicht so schlimm, aber ja.
Aber dann will ich jetzt nicht schon zu viel vorweggreifen. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen kommentiert die Bilder, wie ich das Lenkrad gebaut habe, mit ein bisschen mehr Infos vielleicht. Und dann sehen wir uns danach für ein Fazit. So, wie bin ich vorgegangen? Also ich habe erstmal mir eine Schablone tatsächlich auf dem 3D-Drucker gedruckt. Einfach mal zwei Schichten, weil davon gibt es die STL-Datei. Und ja, die habe ich dann auf die Aluplatte gelegt und einmal im Kreis rumgemalt. Dann die Löcher in der Mitte schön angekörnt, damit man nicht abrutscht mit dem Bohrer. Alle Löcher in der richtigen Größe bohren, kontrolliert eure Schalter. Von hinten dann entgratet. Danach habe ich die Stichsäge mit einem Metallsägeblatt ausgestattet und einmal um die Kanten rumgeschnitten. Hier darauf achten, dass man nicht zu nah an der Kante entlang schneidet, lieber noch mal ein bisschen nachschleifen. Schaut auch, wie ihr da reinschneidet. Also ja, ein geübter Handwerker hat da kein Problem. Das heißt, ihr kommt ja nicht direkt um die Ecke mit der Stichsäge. Das heißt, man muss manchmal von beiden Seiten einmal ansetzen. Lasst euch da ein bisschen Zeit, dass man das Sägeblatt nicht kaputt macht oder die Stichsäge oder das Werkstück. Ja, ihr habt es dann hier auf so eine Holzplatte auch gespannt, dass es nicht so sehr wackelt. Ab und zu mal nochmal kontrolliert. Weil das wischt sich auch ein bisschen ab, obwohl es Edding war, aber er reibt sich halt weg. Nochmal nachgezeichnet, kontrolliert, dass die Kanten passen. Hier habe ich ein bisschen vorgespult. Da sieht man gerade so in die Ecken, da muss man dann von beiden Seiten ran. Ja, und jetzt habt ihr ein Werkstück, was relativ ja, ausgefranst ist. Und das muss man natürlich einmal im Kreis herumschleifen. Ist ein bisschen anstrengend, also habe ich mir gedacht, nehme ich so ein ja, weiches Schleifblatt auf Flex. Macht damit schon mal die ganzen Rundungen schön plan, glatt, ja, korrigiere im Endeffekt alles aus. Da braucht man natürlich ein bisschen Gefühl. Da muss man sagen, das ist vielleicht nicht für jedermann. Ne? Mit einer Handfeile würde es auch gehen, würde aber deutlich länger dauern. Deswegen mit der Flex bin ich gut geübt als ehemaliger Karosseriebauer. Und da bin ich einmal schön im Kreis herumgegangen und den Rest dann mit der Feile bearbeitet. So, jetzt habe ich hier schon mal mit der Flex das bearbeitet. Das heißt hier so die Rundung, die man außen gut hinkommt. Und hier so in den Ecken, da kommt man nicht gut hin. Das mache ich gleich mit der Rundfeile. Und was man auch noch machen sollte, ist jetzt nochmal hier die Flächen, wo man auch nicht hinkommt, nochmal hier mit der flachen Feile rein. Ja, das geht ganz gut. Ist ja Alu. Passt auf, dass es rechtwinklig ist, weil der Sticker von vorne, den will ich ja hier sauber abschneiden können an der Kante. Das heißt, hier nicht abrunden, sondern hinten kann man abrunden. Ja, und dann wird das ja noch schwarz lackiert. Vorne vielleicht nochmal angeschliffen. Ich mache da mal weiter. Ein bisschen zu gucken. Im Endeffekt nehme ich sie. Die Bearbeitung von so einem Werkstück kann schon echt mühsam sein. Also ich habe ja mit der Flex vorgearbeitet, da ging es. Der Rest dann mit den Pfeilen. Bei meinem nächsten Lenkrad, dem R8 Lenkrad, habe ich tatsächlich dann entdeckt, dass ich bei meinem Dremel so Schleifaufsätze habe oder so eine Art ja, Fräskopfaufsatz. Und mit dem bin ich da deutlich schneller nochmal durch die ganzen Ecken gegangen. Das R8 Lenkrad ist auch ein bisschen komplizierter herauszuschneiden. Das kommt ja in einem anderen Video. Wenn euch sowas zu mühselig wäre oder ihr euch das nicht zutraut, dann kann ich euch nur empfehlen, schaut mal nach irgendeinem, ja, Dienstleister, der sowas bauen kann. Das kommt in meinen nächsten Videos auch. Na, für das 992 Lenkrad haben wir ja das einfach fräsen lassen in Carbon und das erspart euch natürlich hier den Aufwand. So, hab's fertig geschliffen. Da könnt ihr es mal sehen. Das heißt, die Kanten sind alle schön verschliffen. Das ist die Rückseite. Und als nächstes, also ihr habt jetzt insgesamt fürs Schneiden, Bohren, Schleifen so 1,5 Stunden gebraucht. Also wichtig ist, dass hier die Kanten, von vorne kommt ja eine Folie drauf, das vorne. Jetzt muss ich die Kanten auf jeden Fall schwarz matt und von hinten schwarz matt lackieren. Bin soweit zufrieden. Ich habe
gerade nochmal sauber gemacht mit Silikonentferner. Habe den Schwarzmatt als auch das Aluminium im Backofen getan bei 60 Grad zum Vorwärmen. Das Vorwärmen vom Werkstück und dem Lack bringt dann deutlich mehr Haftung. Beim Lackieren mache ich es immer so, zuerst die Kanten und die Ecken, an die man schwer hinkommt, und dann eher die Fläche. Ich zeige jetzt hier nur einen Durchgang, aber ihr habt natürlich zweimal durchlackiert. Nach dem Trocknen habe ich am nächsten Tag hier die 4D-Folie aufgebracht, die natürlich dann schön sauber randrücken. Als nächstes habe ich den USB-Stecker gelötet. Hier unbedingt darauf achten, dass sie auf beiden Seiten nicht verpolt, das heißt, dass es zueinander passt. Und ich habe auch hier Heißkleber drauf gemacht, dass es nicht irgendwie einen Ermüdungsbruch gibt durch Biegung. Dann kommt der Part mit der Planung, wie mache ich die Kabel. Ich habe hier jetzt eine 6x2 Matrix für die Buttons hergenommen und zwei Encoder mit je einem Switch im Encoder im SynHub konfiguriert. Kann ich euch nur empfehlen, schaut euch mal das an, wenn ihr es noch nicht benutzt habt. Da gibt es jede Menge Tutorials. Das ist das Sketch-File, was ich mir erzeugt habe, relativ straightforward. Habe dann einen Haufen Kabel zugeschnitten, die Litzen befreit, alles so zusammengelötet, wie ich es mir geplant hatte. Sternförmig auseinander gemacht. Überall Schrumpfschläuche jeweils an so ein Doppelpaar dran. Da würde ich vielleicht empfehlen, auch jede Ader einzeln mit einem Schrumpfschlauch und dann dort, wo es auf den Button geht, erst mit einer größeren Schrumpfschlauch drüber zu machen. Ich habe auch nochmal Heißkleber an den Buttons dran gemacht, auch damit es keinen Ermüdungsbruch gibt, und dann so einen Schrumpfschlauch drüber. Das Problem ist ja, dort wo man den heiß macht, der versucht dann sich abzuziehen. Hier ist jetzt das Ergebnis vollständig montiert und bin soweit mit der Optik und der Funktion an der Stelle auch zufrieden gewesen. Kommen wir dann zum nächsten Kapitel. So, nachdem ich das Lenkrad zusammengebaut habe, war ich erstmal zufrieden und bin immer losgefahren. Und ich hatte aber ein Problem. Nach irgendeiner Zeit, unbestimmt, nach 5 Minuten, nach 10 Minuten, hatte ich auf einmal Phantomeingaben. Das heißt, irgendwelche Knöpfe wurden gedrückt, ohne dass ich die gedrückt habe, was ja totaler Mist ist. Und dann fing die Fehlersuche an. Da will ich das euch mitteilen und meine Abhilfemaßnahme zeigen, weil das ist vielleicht für den einen oder anderen, der sein Lenkrad selber bauen will, gerade mit einem Pro Micro hilfreich. Also ich hatte diese Phantomeingaben, dann dachte ich, okay, irgendwo vielleicht ein Kurzschluss, ne? Weil es halt auch immer mal eine Taste war, aber das hat auch dann gestreut zwischen allen Tasten. Dann dachte ich, okay, vielleicht irgendwo der Pro Micro drin, kommt irgendwo dran. Habe da nochmal genau geschaut. Auch nichts gefunden. Dann habe ich gelesen von Mikrokapazitäten, also so Schlüssen, die durch eine Heißklebe hervorgerufen werden können. Ich habe ja alles mit Heißklebe ausgeklebt, weil ich nicht will, dass sich die Lötverbindung oder die Litzen irgendwann frei rubbeln und dann hast du den Salat, dann hast du halt da irgendwo immer Fehler im Lenkrad. Hab ich gedacht, vielleicht kommt es daher. Hab echt den ganzen Heißkleber von der Platine gezogen. Dachte, jawohl, jetzt wird es bestimmt klappen. Nope, hatte immer noch die Fehler. Hab dann noch weiter gesucht. Ich blende jetzt auch mal hier so ein bisschen ein paar Videos ein. Und das, was jetzt tatsächlich endgültig das Problem hervorgerufen hat, ist eine Massefehler. Und zwar ist das Lenkrad, bekommt ja Masse über USB und wird dann ja in die Base gesteckt. Die Base ist wiederum verschraubt an dem Stahlkranz und am Stahlkranz ist das Alu und die Buttons, und fragt mich nicht, ich bin jetzt nicht der Vollelektrotechniker, irgendwie funktioniert das einfach nicht mit der Masse. Und immer wenn ich es auf dem Tisch hatte, passierte nichts, und sobald ich es angeschraubt hatte, kamen wieder Phantomeingaben. Und das Blöde war, dass die Phantomeingaben kommen nicht sofort, sondern immer erst nach ein paar Minuten spielen, und das war halt so ein bisschen schwer erstmal zu finden. War dann schon echt verärgert, deswegen hat das auch ein Video gedauert. Und was jetzt tatsächlich Abhilfe gebracht hat, ich habe vom Pro Micro ein Massekabel direkt an den QR geführt, ne, dass da halt an dem Metallteil
vom QR oder halt hier, nee, ich habe es an die Platte gemacht, das ist ja egal, das läuft ja überall durch, dass halt die Platte, der Stahl, der QR auch geerdet ist gegenüber der Wheelbase. Und so habe ich jetzt auf jeden Fall keine einzige Phantomeingabe mehr, seit, keine Ahnung, jetzt nochmal wieder 10, 20 Stunden damit in WRC rumgefahren. WRC macht mir gerade richtig Bock. Und deswegen, da einfach drauf achten, wenn ihr Phantomeingaben habt oder direkt präventiv, macht nochmal eine Litze von Ground-Ausgang vom Arduino und macht ihr dann irgendein Metallteil von dem Lenkrad dran, dann seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Bau ein bisschen mitzugucken und ich hoffe, das Video nicht zu lang wurde. Ansonsten gebt mir gerne Feedback in die Kommentare. Ich habe jetzt so Lenkrad-Bau-Videos noch nicht viele gemacht. Erstes, ich habe für das 992-Lenkrad sehr viel gedreht. Da muss ich mal gucken, wie ich das dann euch vorstelle, weil vielleicht mache ich da zwei Videos. Ne? Eins so für als Überblick bekommen, was da geht. Und eins wirklich speziell für Leute, die es nachbauen wollen. Komme ich mal so zu dem abschließenden Fazit von dem Lenkrad. Auf der positiven Seite steht auf jeden Fall nach wie vor, finde ich, die tolle Optik von dem Lenkrad. Also mir gefällt das, keine Ahnung, ist so ein typisches GT-Lenkrad. Nicht so Hightech-Lenkräder, aber so ein GT-Lenkrad mit ein paar mehr Buttons. Ich finde das auch besser als das Cup-Lenkrad, weil zwei Encoder sind immer sinnvoll, um durch Menüs zu gehen oder halt einfach TC und ABS zumindest einstellen zu können. Der Rest geht auch mal auf einer Buttonbox. Also ist wirklich so ein Universallenkrad. Das fand ich auch schon bei meinem Fanatec-Setup so. Da finde ich es immer noch ein sehr gutes Universallenkrad. Das Wheelrim ist lizenziert, ne, von Fanatec, deswegen auch direkt einen schönen Porsche-Badge. Sieht gut aus, ist griffig, hat... Ja, die Dicke ist auch ganz gut, könnte ein bisschen dicker sein, aber ist authentisch so. Ist komplett steif, ne? Das Wheelrim ist aus Stahl, deswegen ist es nicht so leicht. Jetzt wie so ein Alu-Lenkrad, also das hier wird echt richtig leicht. Das wird richtig gut. Aber dafür halt extrem verwindungssteif. Alle Buttons sind sehr gut erreichbar, weil die so halb kreisförmig angeordnet sind und da habe ich immer ein gutes Muscle Memory, wo sind die Buttons, das finde ich auch voll gut. Die Carbon Pedals, die fühlen sich echt gut an, jetzt habe ich hier das Ding zwischen. Wie gesagt, die Shifter selbst, das kann man optimieren, aber jetzt gerade die gefrästen Pedals, das war schon eine gute Entscheidung. War halt bei mir so, dass ich das halt mit dem 992-Lenkrad zusammenbestellt habe. Na, jetzt nur für das Lenkrad so zwei Shifter-Pedals irgendwo aus China zu ordern. Man kann es auch aus Alu schneiden, aber dann wird es halt schwierig mit hier so einem Plus und mit dieser offenen Stelle. Also da würde ich es dann eher einfach halten. Komplett gedruckt, glaube ich, das wäre mir nicht gut genug, weil das ist das Einzige, was man am Shifter anfasst und das will ich irgendwie ein bisschen hochwertiger haben, wie jetzt so irgendwie Plastik anzufassen. Das fände ich nicht schön. Also hätte ich es jetzt nicht in Carbon, würde ich es auf jeden Fall aus Alu rausschneiden und dann irgendwie schwarz lackieren und dann wäre es auch okay. Aber das hier ist auf jeden Fall die schönere Lösung. Dann komme ich zu den neutralen Punkten von dem Lenkrad. Ich hatte es anfangs ja schon erzählt, die Encoder Caps sind nicht die authentisch Originalen. Die Originalen haben ja so eine Art Acrylglas, was dann maskiert ist und dann kannst du durchschalten und siehst dann die Zahlen dahinter. Das wäre schon cool. Zum Beispiel Simline hat das anständig gemacht. Ich habe jetzt hier eher die einfache Lösung. Auf der anderen Seite sind nur Encoder. Ich habe hier keine Switches mit 12 Positionen, sondern das sind einfach Encoder, die sind super, diese Burns Encoder sind ein bisschen fester als die günstigen von AliExpress, kann ich auch echt empfehlen, aber dann gleich ein paar mehr kaufen, weil sonst lohnt sich das nicht mit dem Versand aus England. Aber genau, das Modell für die von dem Button Cap, also wenn ihr da noch einen Tipp habt, einen Link, wo es dann so ein bisschen doch authentischeres gibt für das Lenkrad, gerne her damit. Ich habe da irgendwie nichts gefunden jetzt, wo ich gesucht habe. Weiterhin auf der neutralen Seite ist das Spiralkabel von AliExpress. Ist ein bisschen dünn, aber es erfüllt seinen Zweck.
ich habe keine Probleme, ne? Also ich fahre jetzt ja wirklich schon länger damit. Also seit Anfang Dezember habe ich das Lenkrad und bin eigentlich total happy. Es ist ein bisschen dünn, sieht jetzt nicht so hochwertig aus, aber ich glaube, das tut der Funktion keinen Abbruch. Ich habe keine EMI-Probleme mit dem Kabel, keine Verbindungsverluste, gar nichts. Weiterhin, die Standard-Buttons hier von Amazon oder AliExpress sind nicht die hochwertigsten, aber gerade für so ein DIY-Preis-Leistungsbau, ja, das ist jetzt kein High-End-Bau wie jetzt das 9-2-Lenkrad, finde ich die vollkommen ausreichend. Wer die nicht ausreichend findet, dem kann ich diese Otto-Switches empfehlen. Da setze ich auch nochmal einen Link rein, also die sind deutlich fester und haben einen richtig fühlbaren, hörbaren Klick. Weiterhin, hatte ich auch schon erwähnt, ist diese bedruckte Folie nicht so hochwertig. Da könnte man auf jeden Fall auch auf was Schöneres zurückgreifen. Wer da auch gute Tipps hat und sagt, hey, da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß, es wurde immer Lion GP verwiesen, den gibt es aber irgendwie nicht mehr. Aber wenn ihr da heiße Tipps habt, wo man gute Folie drucken kann oder wo ihr auch vielleicht hier eine Druckvorlage gefunden habt, dann gerne auch in die Kommentare, würde ich mich echt freuen. Da würde ich vielleicht sogar nochmal nacharbeiten. Die 4D-Carbonfolie da drunter, die finde ich aber voll ausreichend. Also na, man könnte ja auch die Platte sich bauen lassen in China, also fräsen lassen aus Carbon. Das ist, wenn man jetzt sagt, ich habe keinen Bock auf Alusägen, wahrscheinlich auch das Sinnvollere, ne? Gleich dann mit den Schaltern, dann macht es halt das Lenkrad ein bisschen teurer. Ich wollte jetzt bei dem Lenkrad tatsächlich einmal selber wirklich mit der Stichsäge mal Alu schneiden und schauen, ist das was, geht das? Weil das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen neutral, negativer Punkt. Das war schon ordentlich Arbeit. Also die Löterei ist ein bisschen Arbeit, das macht mir aber Spaß. Und das ganze Schneiden von dem Alu, das ist natürlich auch Arbeit, weil danach muss es schleifen, feilen. Und wenn dir jetzt das Werkzeug fehlt, dann würde ich sagen, Leute, lasst es. Ich verlinke euch ja den Plan von der Buttonplate und den anderen Sachen. Dann lasst euch die Sachen einfach fräsen, ne? In Carbon, und dann habt ihr direkt eine geile Optik. Dann ist es halt nicht mehr 200 Euro, dann kostet halt ein bisschen mehr. Dann muss man aber auch schon abwägen, willst du es noch selber bauen oder bestellst dir einfach eins von Simline zum Beispiel, ja? Oder holst dir ein gebrauchtes und bist damit happy. Ja, auf der negativen, neutralen Seite würde ich auch die Shifter sehen. Also da werde ich auch nochmal vielleicht gucken, gibt es auch nochmal andere druckbare Shifter, die weniger Spiel haben. Nachdem ich aber erstmal hier meine etwas besser gebauten Shifter an meinem E8 Lenkrad getestet habe. Wenn ich mit denen auch noch unhappy bin, dann werde ich entweder ein bisschen was selber umkonstruieren oder nochmal andere Sachen probieren. Wie gesagt, wenn da auch jemand einen heißen Tipp hat, wie man die aus Carbon bauen kann, gerne her damit. Wenn es da irgendwie Pläne gibt, dann würde ich vielleicht nochmal so eine gefräste Carbon-Charge mal wieder bestellen. Und auf jeden Fall ein negativer Aspekt, aber da hoffe ich dann jetzt andere davor bewahrt zu haben, ist wirklich diese Fehlersuche mit diesen Phantomeingaben, na, durch diesen Massefehler. Der ist jetzt behoben, deswegen ist es nicht mehr relevant, aber da muss ich sagen, wenn man jetzt gar nicht experienced ist und dann passiert einem sowas und dann denkt man sich, ja, so eine Scheiße, habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Auf so eine Fehlersuche. Ich habe es ja jetzt zum Glück gefunden und bin eigentlich soweit happy. Ich werde das Lenkrad auch auf jeden Fall jetzt lange Zeit nutzen, gerade halt für diesen ganzen Use Case Roadcars oder ältere GT-Fahrzeuge. Kommt hier bei mir wieder an die Wand. Für Rallye muss ich halt noch ein bisschen was bauen, aber ich bin auch hier, ich komme gerade zu nichts, weil ich war die letzten Wochenenden unterwegs. Das R8-Wheel brauchen wir endlich mal Zuneigung, dass es mal fertig wird. Ich habe aber auch natürlich gerade wenig Stress und will auch mal fahren und habe auch noch andere Sachen hier gerade auch an meinem Rig, die ich ausprobiere. Komme ich vielleicht dann auch so ein bisschen kurzen Ausblick, was demnächst noch ansteht. Klar, das R8-Lenkrad, das 9-2-Lenkrad. Ich habe aber auch gerade was Schickes Neues bestellt. Ihr kennt die wahrscheinlich, Simagic, diese Haptic Reactors, die werde ich jetzt vergleichen gegenüber den AliExpress-Dingern. Besonders da halt für mich auch der Vergleich, ist noch nicht fertig, der Vergleich, kann man die benutzen mit einem Noob Sound
Endstufe oder sollte man lieber die Simagic Control Box mit dem Netzteil zusammen bestellen? Da werde ich dann auch einen Vergleich machen, also Vergleich einmal von den Transducern, aber auch von dem Verstärker, was es ausmacht, weil da will ich halt auch eine gute Lösung haben. Und so als Spoiler, die Dinger mit nur 30, 40 Watt Endstufe zu betreiben, fand ich jetzt bisher noch nicht so zufriedenstellend. Deswegen, da kommt aber auf jeden Fall ein ausführlicheres Video dazu. Weniger ein Review, sondern wirklich ein Vergleich zu einer DIY-Lösung. Na, ist es wert, da das Vierfache auszugeben? Na, die Dinger kosten unter 20 Euro und sind eigentlich schon ziemlich geil. Kann ich eigentlich jedem empfehlen. Und jetzt wollte ich aber wissen, sind die Simagic noch mal besser? Weil dann finde ich den Preis auch noch vollkommen okay und angemessen. Und womit ich mich gerade auch so ein bisschen beschäftige, habe mir hier wieder ein neues Spielzeug gegönnt. Ich habe ja einen Triple-Monitor, fuhr aber auch längere Zeit mal mit der HP G2 in VR. Und jetzt habe ich mir mal noch so eine Oculus 3 bestellt und teste die gerade. Da muss ich sagen, ist ein ziemlich cooles Gadget, also ist sehr, sehr cool gemacht für VR insgesamt. Mit diesen ganzen AR-Inhalten, mit Standalone-VR, Steam Link über AR, also ohne Kabel funktioniert sehr gut. Für Simracing ist schon sehr speziell, da brauchen wir eine gute Tiefenschärfe in der Mitte da bin ich gerade noch am Tweaken, am Rumprobieren. Frisst auch ein bisschen Zeit, muss ich sagen. VR frisst immer Zeit, bis man da mal alle Settings gut hat. Ich werde auch demnächst eine neue Grafikkarte bekommen. Die Nvidia Superkarten sind ja raus. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da Interesse habt, dass ich so eine Art Grafikkartenvergleich mache, weil ich habe eine 3090 gehabt, eine 4070 Ti, eine 4070 und jetzt kommt eine 40 Ti Super und dann habe ich schon mal ein bisschen was getestet, gerade Triple Monitor und VR, ne, wie ist da die Performance im Vergleich? Wenn ihr da irgendwie auch Interesse habt, schreibt es mir in die Kommentare. Bin ja auch überlegen, ein Video zu machen, aber ich habe so viele Videoideen und so wenig Zeit. Jetzt sei es mal drum. Danke fürs Zuhören. Man sieht sich in den nächsten Videos. Adios. On your right, right side is clear.